Berechne die Kraft, die ein Magnetfeld mit Stärke 0,5 Tesla auf einen beweglichen 0,25 Meter langen Leiter ausübt, durch den ein Strom von 10 mA fließt, wenn der Leiter einen Winkel von 90 Grad mit der Richtung des Magnetfeldes bildet. Hier die Angaben. Das Magnetfeld B hat eine Stärke von 0,5 Tesla. Der elektrische Leiter hat als Länge klein l und die beträgt 0,25 Meter. Die Stromstärke I beträgt 10 mA, das heißt 10 hoch minus 2 Ampere. Der Winkel, der gebildet wird durch den elektrischen Leiter und das Magnetfeld, ist ein rechter Winkel. Der Winkel Alpha beträgt also 90 Grad. Gefragt wird die Stärke der Lorentzkraft, die wir in Newton ausdrücken. Die Lorentzkraft ist durch diese Formel definiert, aber da dieser Winkel Alpha ein rechter Winkel ist, dürfen wir auch die Formel von Laplace anwenden. Und das werden wir auch tun. Die Lorentzkraft zeigt aus dieser Arbeitsebene hinaus. Durch die Formel von Laplace, FL gleich Bill, können wir hier die Stärke der Lorentzkraft herausfinden. Wir ersetzen einfach B durch 0,5, I durch 10 hoch minus 2 und L durch 0,25. Und so finden wir, dass die Lorentzkraft 1,25 mal 10 hoch minus 3 Newton beträgt.